Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Heute haben wir was ganz Besonderes vorbereitet. Mein Chat ist wieder mit dabei und wir werden heute meinen Mods mal wieder Dinge kaufen, die sie sich schon immer gewünscht haben. Allerdings ist es an der Stelle so, liebe Leute, dass wir tatsächlich den Mods hier nicht... What the f***, Digga? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Mitten im Intro kam einfach gerade ein richtiger Schub Mykonos nach oben. Ich habe noch nicht alles verdaut. Anyways, werden wir heute tatsächlich meinen Mods hier Dinge kaufen, die sie schon immer haben wollten. Allerdings nicht auf den bekannten Plattformen wie Amazon oder diversen Fashion-Portalen. Nein, wir sind heute auf Wish unterwegs. Ich kaufe meinen Mods, alles, was sie von Wish jemals haben wollten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Link, den wir hier haben. Und schauen mal ganz kurz, was sich meine Mods hier gewünscht haben. Und zwar... Digga, nee, muss ich mich hier anmelden oder was? Beginnen wir also mit dem ersten Produkt, was wir hier haben, meine Freunde. Hier sehen wir den Sunny Facebook Sensor Facebank Saving Eating Money Coinbox Bank for Kids Gifts. Was ist das denn? Welcher von meinen Mods will das denn haben? What the f... Ja, Digga, nee, das kaufen wir dann auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier keine Ahnung, wer hier was haben wollte, aber die Mods haben sich hier scheinbar Gedanken gemacht. Okay, also mega, mega nice, mega, mega... Hot 3D Simulation Food Pillow Plush Toy Stuff Funny Ham. Digga, ich bin Vegetarier. Was ist das? Wer will denn? Hä? Ey, welcher von meinen Mods war das? Select Size? Den Big Grilled Shrimp? Was? Ey, Junge. Also, okay, alles klar. Werde ich euch auch was zukommen lassen von, wie gesagt, ich mache hier mal ein paar ausgewählte Sachen und schicke die einfach alle an eine Adresse. Mann! Der dritte Link von meinen Mods! Ihr seid so Witzer! Ihr seid so dumme Witzer, wisst ihr das? Ihr habt das hier extra in so ein... Ihr habt das hier in so ein Ding gemacht. Guck, wenn ich hier gebe, dann ist das extra das hier. Und wenn ich hier gebe, dann ist es das hier. Die haben das extra so bearbeitet. Och, nö! Ich werde alle meine Mods entlassen, Diggi, nee! Och, Mann... Mann, wenn man nicht mal den eigenen Mods vertrauen kann, was hat man denn noch im Leben? What the f***? Ach so. Ah ja, okay. Eine 8000 Watt wollt ihr haben. 8000 Watt für was? Ich nehme an, einer von euch ist ein Pflanzenenthusiast. Was habt ihr vor? Lass uns... Nee, also... Was haben wir hier? Portable Pet Water Bottle for Small Market. Das habe ich auch. Oh mein Gott. Das haben wir auf Mykonos dabei gehabt für Mickey. Wir haben das große Ding geholt mit 500 Milliliter. Und wenn Mickey ein bisschen Energie brauchte, dann haben wir ihm gegeben. Wir haben Mickey richtig damit durchgetragen. Was? Ich kaufe was? Auf gar keinen Fall. Nein. Das kostet 200 Euro. Mods, seid ihr dumm? Ich kaufe euch das nicht. Steam Generator. Backnurbi, Aknurbi, Aknirne. Kickene Puschke ab Mordner Ecke und Puschke. Sehr entspannt, Digga. Was? Seid ihr dumm? Mods? Seid ihr dumm? Was wollt ihr damit? Oh mein Gott, bitte. Das ist actually geil? What the f***? Dieser Typ sieht absolut unglücklich aus. Guckt ihn euch mal an. Das ist einfach ein großes... Ich habe Depressionsschild auf deinem Kopf. Ich stell mir später einfach mal... Ey, wirklich, guck mal. Ihr hättet wirklich alles. Hättet ihr auswählen können. Warum? Fashion Socks. Das ist doch krank. This could be you and me, aber du bist halt kein Karpfen. Was? Och, Bro. Bro. Come on, Mods, please. Please, was ist das? Nicolas Cage Rabbit Jam Soft Decorative Throw Pillow Cover for Home. Das kaufen wir nicht. Das kaufen wir auch nicht. So, die vier Sachen kaufen wir schon mal. Damit bin ich gut. Das Kissen gebe ich euch auch. Ihr habt alle so geisteskranke Probleme. Holy Mann. Dass ihr sowas überhaupt raussucht. Was? Mann, die Katze sieht übertrieben unglücklich aus, Bro. Die Katze sieht so unhappy aus. Wofür? Anti-Scratch Cat Shoes. Das ist doch... Ich weiß gar nicht, irgendwer wird da irgendwas Sexuelles mitmachen. Ich lasse euch einfach, ich kauf's mir nicht. Ja, ich kauf's euch. Ihr kriegt's einfach. Scheiß drauf. Bro, Mods, wirklich. Mods, bitte. Ich kauf meinen Mods alles. Kauf ich nicht. Was ist das? Wahrscheinlich kriegt man den übelsten Ausschlag, wenn man darauf pennt. Holy shit, Mann. Was? Warum? Warum braucht deine Katze lackierte Fußnägel? Big Baba Fragezeichen. Fili, es reicht jetzt. Deine Katze kann sich mal... So sieht nämlich aus. Das kriegst du nicht. So. Es reicht.
Mach ich auch rein, ist klar. New Man, Woman, Kim Jong-un und Donald Trump Cos... Was? Was? Das ist ein Hingucker? Das ist ein No-Brainer, holy shit, Mann. Ich kaufe das extra in XXXXL und ich hoffe, dass die Person einer meiner Mods richtig, richtig klein ist. Dass die richtig, richtig klein ist. Dass das der kleinste Mod ist, den ich habe. Dass der Mod oder die Moderatorin, die das hier gekauft hat, nur 1,40 Meter groß ist. Und dass die da in diesem Ding, das will ich zum Abiball tragen. Okay, mach's gerne. Ich gönn's dir, Mann. Ein Helm für ein Huhn? Ein Helm für ein Huhn? Keiner meiner Mods hat ein Huhn. Bro, Bro, Bro. Wie cringe soll etwas sein, Digga? Wie cringe, wie f***ing cringe. Guckt euch diesen Typen an. Das ist die f***ing Definition. Wenn der Typ auf deine Hochzeit kommt, brich ab, Alter. Brich ab, no joke. Was? Warum? Wofür macht man das? Zum Haare färben? Das braucht man nicht. Das hier allerdings ist mal wieder eine Anschaffung. Da sehe ich uns. In der Größe, ich gehe mal mit einer stabilen 40, 41, oder? Das passt schon. Ey, Mods, wirklich. Es hat auch Grenzen. Ich schwöre, ich will nicht, was bei euch im Schlafzimmer abgeht, eure Dinger da irgendwie finanzieren. Nee, sorry. Es ist mir egal, wenn ihr in eurer Freizeit in Gummistiefeln den anderen Leuten, dann macht das gerne. Aber da bin ich doppelt und dreifach raus. Also das ist wirklich, das aber gerade Sale. Vielleicht für mich. Latexsocken, wie eklig, Digga, das stinkt doch die... Für Gamescom? Für die Gamescom? Was? Hä? Das ist ja übersmart. Das ist ja so ein Spiegel. Okay, den kriegt ihr. Ich möchte, dass meine Mods sicher unterwegs sind, aber ich möchte nicht, dass meine Mods, dass die in so Dingern rumlaufen. Och, nee. Nee. Ästhetik wird bei uns groß geschrieben. Basti. Ich weiß nicht, ob Nicolas Cage das überhaupt haben möchte, dass sowas gemacht wird mit seinem Gesicht. Ey, wir haben jetzt hier 4 Nicolas Cage-Artikel. Das reicht doch mittlerweile irgendwann mal. Ihr seid einfach nur weird. Hättet euch alles aussuchen können. Eine Kamera fürs Ohr. Inspect Nose. Inspect Dental Oral Cavity. Check Ears and Remove Earwax. Hair Quality Check. Ey, ich will euch kein Endoskop kaufen, Alter. Wie gesagt, wenn ihr in Latexsocken euch irgendwelche Sachen in den Decken malt, macht das in der Freizeit, aber das finanziere ich euch nicht. Oh mein Gott. Gold. Das ist hier nicht mal richtig draufgedruckt. Hier steht einfach O-Block. Hier steht einfach Oblo. Hier steht einfach nur Oblo. Alter, sind die hässlich. Das passt nicht mal irgendeinem von euch. Das brauche ich gar nicht raus. Keiner von euch ist 160 cm groß. Okay, letztes, was haben wir hier? Was? Habt ihr euch Ersatzzähne bestellt? Habt ihr euch einfach Ersatzzähne bestellt? Man kann doch nicht einfach Ersatzzähne bestellen. Einfach Zähne von Wish für 2 Euro. Okay, könnt ihr haben. Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, von Wish einfach ein paar Zähne zu bestellen. Aber wenn ihr meint, alright, wie soll das halten? Das ist dann das Problem von denen. Hey, voll gut für den Preis. Ja, auf jeden Fall. Private Krankenversicherer hassen diesen Trick. Alright, liebe Leute, das war's von diesem arschgeilen Video, wo wir meinen Mods mal die letzte Scheiße von Wish gekauft haben. Extrem chillig, extrem geil. Ich würde sagen, ich bin doppelt und dreifach raus und werde mich jetzt in Depressionen reinheulen ins Bett. In diesem Sinne, wiederschauen und reingehauen. Macht's gut, Dankeschön, YouTube. Ciao.